Bayern München wird immer wieder ein Interesse an Kylian Mbappé nachgesagt. Und jetzt gibt es neue Informationen. Könnte es tatsächlich zu einem Wintertransfer von Kylian Mbappé kommen? Ein Transferexperte, der schätzt das Ganze jetzt neu ein. Zudem wurde nun ein Plan enthüllt, wie es wohl mit Max Eberl weitergehen soll. Es gibt einen Termin, wo die Entscheidung rund um den neuen Bayern-Boss enthüllt werden soll. Und wir schauen rüber zu Niko Kovac und dem VfL Wolfsburg. Denn der Trainer ist anscheinend jetzt angezählt und es droht eine Entlassung. Alles dazu und noch mehr hier im Video. Vorab, wie immer, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Und damit kommen wir aber auch schon zurück zum ersten Thema. Und das soll Kylian Mbappé und ein potenzieller Wechsel zum FC Bayern München sein. Dem FC Bayern München, ihnen wurde schon länger nachgesagt, ja, Kylian Mbappé, das ist so ein kleines Traumziel. Vielleicht auch ein relativ unrealistisches Ziel, aber unter anderem Uli Hoeneß, er soll totaler Fan des Spielers sein. Und man würde sich wohl für den Spieler richtig strecken, denn eigentlich, da gibt es natürlich ganz klare Gehaltsstrukturen beim FC Bayern München, niemand verdient mehr als der andere, die Topverdiener verdienen im höchsten Fall 25 Millionen Euro. Das ist eine Struktur, die würde man wohl für Kylian Mbappé abschaffen, ihm würde man mehr zahlen als einem Harry Kane, ihm würde man vielleicht auch noch Sonderrechte einräumen, was es vielleicht rund um Trikotverkauf, Beteiligung, rund um Sponsoring, Medienrechte, Bildrechte und so weiter geht. Man würde dem Spieler schon sehr entgegenkommen und eins wäre klar, wenn man ihn holt, dann wäre das ein waschechter Transfer-Coup. Warum kamen diese Gerüchte auf? Ja, er ist im nächsten Jahr ablösefrei zu haben. Aber jetzt gibt es ganz neue wilde Gerüchte. Könnte Kylian Mbappé vielleicht ein Thema bei den Bayern jetzt schon im Winter werden? Zumindest könnte das von seinem Club aus so kommen, denn sein Club Paris Saint-Germain, bei ihnen ist klar, wenn Kylian Mbappé den Verein verlassen soll, dann möchten sie eine Ablöse generieren und dann müssten sie ihn jetzt im Winter verkaufen. Im Januar könnte dann schon so ein bisschen Klarheit, könnte es da Klarheit geben, wie sich Paris verhält, wie sich Mbappé verhält, wie es ab dem Sommer bei diesen beiden Parteien weitergehen soll. Und wenn dann eben Mbappé sagt, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern und den Verein im Sommer ablösefrei verlassen, dann wird wohl der französische Hauptstadtclub alles versuchen, um den Spieler irgendwie noch im Winter wegzubekommen. Und jetzt hat sich der Bayern-Insider und auch Bayern-Spezialist Christian Falk nun mal dazu geäußert und das Ganze so ein bisschen eingeschätzt. Grundsätzlich macht er den Fans der Bayern keine so großen Hoffnungen auf eine baldige Antwort des Franzosen. Denn ein Wechsel nach München, der ist praktisch eigentlich unvorstellbar. Es geht jetzt gar nicht rund um den Wintertransfer, weil ganz ehrlich, ob man ihn im Winter oder im Sommer holt, das wäre relativ egal. Man müsste Mbappé ein üppiges Handgeld zahlen im Sommer, wenn er ablösefrei kommt. Und dieses Handgeld wäre die Ablösesumme im Winter. Man spricht hier von roundabout 100 Millionen Euro, die Mbappé trotzdem als Handgeld haben möchte oder eben auch Paris als für ihren Spieler haben möchte. Und das würde man für ein halbes Jahr Restvertrag bezahlen. Erstens, das ist total unrealistisch, dass die Bayern sich wirtschaftlich so sehr aus diesem Fenster lehnen werden. Und zudem verdient er bei Paris mindestens mal 60 bis 70 Millionen Euro pro Jahr. Andere Quellen sagen 80 bis 100. Rechnen wir einfach nur mal mit 60 bis 70. Das ist das mehr als das Doppelte, was Harry Kane verdienen würde. Man würde Mbappé vielleicht in München 35 zahlen, höchstens. Aber das wäre immer noch nur die Hälfte von seinem aktuellen Gehalt. Und genau deswegen glaubt man auch nicht, dass sich der FC Bayern München so weit strecken würde. Man muss irgendwo auch so ein bisschen wirtschaftlich das Ganze betrachten. Klar, Mbappé würde dem Verein weiterhelfen. Klar, er wäre die Zukunft. Mit 24 Jahren gehört ihm die Zukunft. Aber man sieht das Ganze eben bei den Münchnern ein bisschen anders. Denn Mbappé, er würde, wenn dann, über den linken Flügel kommen. Und da hat man eigentlich einen Spieler, der das gut spielen kann. Kingsley Coman oder auch ein Leroy Sané. Gerade bei letzterem ist man vollkommen überzeugt vom Spieler. Der hat zwar gerade eine etwas schwächere Periode wieder mal, aber sonst ist er in der Form seines Lebens. Und eins wäre eben auch klar, wenn die Bayern sich einen Mbappé holen würden, dann müsste man einen echten Topstar verkaufen. Das wäre nicht mit einem Gnabry-Verkauf getan. Man müsste vielleicht noch einen Coman hinterher verkaufen oder sonst noch irgendwen, um irgendwie nur annähernd ein bisschen wieder Geld in die Kassen zu bekommen. Es wäre trotzdem noch natürlich eine immense Ausgabe, auch wenn man zwei Topspieler verkaufen würde. Und das alles nur für Mbappé, der dann vielleicht auch noch Unruhe in die Kabine reinbringt. Denn das ist ja so das nächste Thema. Zwar will Tuchel ihn haben, Hoeneß ihn haben, aber Mbappé, der würde der Bayern-Kabine definitiv nicht gut tun. Und allen zusammen
sieht zumindest der Experte das so und ich kann da nur zustimmen, wird es vermutlich hier bei einem hartnäckigen Gerücht bleiben und einem bloßen Interesse der Bayern. Das Interesse wird sicherlich bestehen, wenn Mbappé sagen würde, ich komme für 25 Millionen Euro pro Jahr ablösefrei im Sommer zu euch, dann würden die Bayern ihn natürlich mit Handkuss nehmen. Aber das gilt vermutlich so für jeden anderen Club auch. Das, der aktuelle Stand bei Kylian Mbappé, es scheint so, als würde es hier wirklich beim Mega-Gerücht bleiben. Und damit gehen wir rüber zu Max Eberl. Der könnte möglicherweise schon bald was mit dem Bayern-Geschäft zu tun haben. Denn das Gerücht, dass er bereits die Zusage bei den München erhalten hat, auch das hält sich hartnäckig. Und jetzt ist so ein kleiner Plan enthüllt worden, wie es mit Max Eberl wohl weitergeht. Es gibt einen Termin, an dem die Mega-Entscheidung rund um den Bayern-Boss Eberl verkündet werden soll. Und das ist der 26. Februar. Da findet die nächste Sitzung des Aufsichtsrates statt. Wenn da ein finales Okay, ein Daumen hoch ist, geben wird, dann wird es wohl das endgültige Go für Max Eberl als neuen Sportvorstand beim FC Bayern München geben. Mit 5 Millionen Euro Ablöse an die Leipziger ist das alles noch in einem überschaubaren Rahmen. Er bringt immens viel Erfahrung mit. Er hat Vergangenheit beim FC Bayern München. Er wurde selber im Nachwuchsbereich der Bayern ausgebildet von 79 bis 91. Er hat bei den Bayern Amateuren gespielt, hat auch mal in 91 ein Spiel für die Profimannschaft gemacht. Er hat Vergangenheit bei den Bayern. Er hat fachliche Kompetenz. Er war jahrelang Sportdirektor, Geschäftsführer Sport und all das in Kombination macht Max Eberl zum perfekten Kandidaten für die Bayern. So sieht es Uli Hoeneß, so sieht es Karl-Heinz Rummenigge, so sehen es wohl große Teile des Aufsichtsrates. Und deswegen gilt diese Entscheidung eigentlich nur noch als Formsache. Und der Stichtag ist eben der 26. Februar. Dort wird dann wohl die Entscheidung getroffen werden. Es sieht Stand jetzt, so berichtet es die Sportbild, so berichtet es die Bild, alle übereinstimmen. Es sieht sehr, sehr gut aus und es wird einfach nur noch erwartet, dass dann man das Ganze final abnickt. Uli Hoeneß ist von ihm überzeugt und wenn Uli Hoeneß von einem Mann überzeugt ist, dann gibt es in der Regel auch immer grünes Licht vom Aufsichtsrat, denn da hat er eben mehr oder weniger die Oberhand. Es scheint also so, als würde Max Eberl der neue Sportvorstand der Bayern werden. Es ist nur noch Formsache das ganze Thema und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zum Thema. Damit gerne in die Kommentare. Und dann kommen wir zu einem Ex-Bayern-Trainer. Kommen wir zum VfL Wolfsburg. Kommen wir zu Niko Kovac. Niko Kovac ist beim VfL Wolfsburg angezählt. Und jetzt droht tatsächlich wohl schon eine Entlassung. Man würde sich wohl auf der Wolfsburger Seite bereits mit Nachfolgern beschäftigen. Es könnte sogar so sein, dass sie hier morgen Nachmittag ein wirklich Entscheidungsspiel, einen letzten Einsatz von Niko Kovac als Trainer sehen. Man trifft um 15.30 Uhr auf Tabellenschlusslicht Darmstadt 98. Sollte man hier keinen ganz klaren Sieg einfahren, dann könnte das wohl das letzte Spiel von Niko Kovac auf der Trainerbank der Wölfe gewesen sein. Als potenzieller Nachfolger wird laut dem Hamburger Abendblatt tatsächlich sogar Ex-Union-Kons Urs Fischer mehr oder weniger gehandelt. Er könnte bei dieser akuten Krise der Wolfsburger direkt einsteigen und könnte hier die Wolfsburger retten. Natürlich nicht ganz bekannt, ob der Schweizer darauf überhaupt so weit Bock hätte. Er ist aber der wahrscheinlichste Kandidat. Zudem gibt es auch noch einen Kandidat aus der zweiten Liga beim Spitzenreiter FC St. Pauli. Da läuft der Vertrag von dem Erfolgscoach Fabian Hürzeler. Der läuft am Saisonende aus und es könnte sein, dass er dann den Schritt in die erste Liga wagt und dann eben die Wölfe coacht. Offiziell, da hat Niko Kovac noch die Rückendeckung des Sportchefs Marcel Schäfer. Inoffiziell soll man sich bereits mit Nachfolgern beschäftigen. Man steckt in einer kleinen Ergebniskrise und sollte sich das nicht bessern, dann gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Niko Kovac wohl der nächste Trainer der Bundesliga sein könnte, der seine Sachen packen muss. Wie steht ihr zum ganzen Thema? Eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Bis dann, Leute. Ciao.